Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal endlich wieder Camtasia. Und wir haben alle gedacht, Camtasia Nummer 10 kommt. Nein, das neue heißt Camtasia 2018. Und da möchte ich mit euch jetzt praktisch den ersten Blick reinwerfen. Ich nehme auch jetzt gerade mit Camtasia 9 auf. Hier ist der Balken, den könnt ihr sehen. Der Heiken mir nämlich auf den Zweitbildschirm geklatscht. Ich zeige euch das auch nochmal. Camtasia 9 und hier ist der Recorder 2018 und der Recorder von 2018. Ich habe 2018 gestern frisch installiert, habe es kurz gestartet, weil da startet immer ein Video. Das habe ich mir gespeichert, das will ich mir selber dann auch nochmal angucken. Habe es dann gleich ausgemacht und ausgemacht und habe gesagt, ich möchte das Projekt speichern, das ist hier. Und wenn ich es jetzt neu starte, ist praktisch ohne dieses Projekt, was da immer schon am Anfang mit bei ist, was uns halt zeigt, was so neu ist und was Camtasia kann. Wir wollen uns das einfach mal ganz frisch angucken. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, weil ich habe nicht wirklich in dem kurzen Augenblick was sehen können. Das, was ich euch sagen kann, es hat eigentlich 60 FPS. Camtasia 8 Watt, 8. Konnte ja 60 FPS machen, wenn man QuickTime-Player installiert hat. Und dann hat er halt dreimal gerendert, das Video. Und dann hatte man auch ein 60 FPS-Video. Bei 9 ging es leider nicht. Ich habe alles versucht. Ich habe auch den Codec wieder installiert von QuickTime-Player. Aber es ging nicht. Also man konnte nicht irgendwie hoch auf 60 FPS kommen. Jetzt geht's wohl wieder. So stand es in der Beschreibung. Ich bin mal gespannt. Mein erster Eindruck vom neuen Camtasia. Wir machen es mal auf. Kann jetzt ein bisschen was länger dauern, weil, wie gesagt, ich nehme ja auch gerade mit Camtasia 9 auf. Das macht den PC ja auch mal was langsam. Im ersten Augenblick sehe ich jetzt hier nichts Neues. Das sieht immer noch so aus, wie wir es von Camtasia 9 kennen. Neue Aufnahme, neues Projekt. Projekt öffne meine ich und ein neues Projekt. Wir machen einfach mal ein neues Projekt auf. Ja, gucken wir mal. Da dürfte eigentlich, Sie haben die aktuelle Version. Jupp. Also unten, die Zeichen finde ich hier irgendwie deutlicher, oder? Ja, ich packe euch mal hier im Vergleich Camtasia 9 mit drauf. Also das ist jetzt Camtasia 9 und wie ihr seht, hier unten, die sind ein bisschen dunkler. Und hier sind die Zeiten wesentlich heller gemacht. Die Linie ist wesentlich heller. Finde ich angenehmer. Viel, viel angenehmer. Auch die sind leicht heller geworden. Finde ich. Hier haben wir jetzt wieder einen grünen Button für was Neues importieren. Hier ist es grau mit Medium importieren. So, beim alten haben wir hier praktisch Medium. Und da haben wir dann hier oben den Clip, den wir reinpacken. Und hier ist die Bibliothek mit den, ja, was wir uns so vorbereitet haben teilweise. Ich habe jetzt gerade meine Intros und so alles nicht mehr drin, weil ich meinen PC erst dann auch komplett neu gemacht habe. Sonst ist hier ein Ordner drin, der heißt Odins Test. Da sind meine ganzen Intros drin und die Outros. Den brauche ich nämlich nicht immer neu einfügen. Dann gehe ich nämlich einfach immer auf Bibliothek, öffne meinen Ordner und ziehe mir das halt runter, was ich gerade brauche. So, und in Camtasia 18 haben wir jetzt nur noch eine Clip. Da haben wir die Bibliothek jetzt hier mit einem schönen Icon. Auch die Icons sind hier wesentlich heller, klarer und deutlicher zu sehen. Auch die Schrift ist viel klarer und deutlicher zu sehen auf der Seite. Seht ihr das? Und größer ist sie geworden, sehe ich gerade. Seht ihr das? Hier oben auch alles grau. Und hier ein Tick heller. Ein Stück größer, die Schrift, ja. Also wesentlich klarer, aufgebaut, besser zu sehen. Hier haben wir die Bibliothek. Auch hier sind wieder schöne große Ordner. Im Gegensatz zu dieser Bibliothek, wo wir kleine Schrift haben, haben wir hier schöne Ordner. Können wir mal Icons öffnen. Was hat er denn da so drin? Können wir uns ja mal hier rüberziehen. Achso, Haus. Okay. Gut. Da muss ich mich dann erstmal beschäftigen. Da scheint... Oh, Lower Trail sind es auch drin. Da habe ich mir damals mal selber eine gebaut. Oh, hier sind jetzt schon Lower Trails drin, die man dann halt anpassen kann. Das finde ich schön. Ja, haben wir dann zum Beispiel eine, die hier. Warte mal, die müssen wir mal ein Stück kleiner machen.
damit die über den ganzen Bildschirm passt. Also wesentlich mehr drinne. Sehr umfangreich. Also finde ich richtig geil. Outros, was haben wir denn bei Outros drinne? Klatschen wir mal hier rein. Und das finde ich immer das Geile bei Camtasia. Ich muss nicht alles hier unten in die Timeline reinpacken und immer nur unten. Ich ziehe mir einfach rechts rüber. In mein Video kannst du dann hier anpassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Icon noch einbasteln will, nehmen wir mal hier einfach das hier. Das packen, dann suche ich mir halt eine Stelle im Video aus, wo das hin soll. Zack, machen wir so. Und dann sage ich, ich möchte da noch was drin haben. Dann mache ich das hier rein, kann das auch kleiner machen, kann das hier anordnen. Ich habe meine Hilfslinien, die mir sagen, da ist es denn oder hier. Oder wenn wir beim Großen nehmen. Ja, aber hier gelb auf gelb ist halt jetzt ein bisschen doof. Deswegen haben wir da die Linien schön bis am Rand. Das finde ich echt toll. Und wir können auch mittig. Und wenn wir hier zum Beispiel, so sind wir jetzt zum Beispiel komplett mittig. Wir können es auch einfach im Videofenster direkt rausnehmen. Wir müssen nicht unten rauslöschen. Oh, da freue ich mich schon drauf, das auszutesten. So, dann, was haben wir denn noch? Anmerkungen. Ah, hier haben wir dann die ganzen Anmerkungen. Hier kann man dann auch noch raussuchen. So, alle ist meistens besser, da findet man gleich alle auf einmal. Dann haben wir Pfeile, Ränder. Hier kann man dann verpixelt machen, ausschneiden und so was. Hier hat man dann noch diese Pfeile. Okay. Keywords. Ah, die Übergangseffekte. Sind da auch mehr dazu gekommen? Nö, oder? Müssen wir mal beim Alten gucken, bei Übergangseffekte. Nee, da ist nichts Neues dazu gekommen. Ist denn bei... Hier ist auch nicht großartig was Neues drin. Das ist ja ein guter... Jetzt kann ich das gerade nicht rüberziehen, weil ich hier ein Video hier unten drin habe. Sonst kann ich... Oder ein Bild... kann ich das hier auf das Bild ziehen und dann kann ich meine eigenen Animationen im Video machen. Da bin ich auch, ja, manchmal krieg ich es hin, manchmal nicht. Ich habe dann immer nicht so die Ausdauer. Animationen, hier können wir die Animation dann auch uns anpassen. Also hier ist Zoom, da können wir dann halt das Bild, wenn wir was hier drin haben, zoomen. Hier haben wir die Animation, die kann man dann auch noch drauf klatschen. Also hier ist, das ist nicht Animation, das ist Verhalten. Ich habe mich versprochen. Verhalten, also hoch und runter springen und Animation ist hier hinten halt drin. Was haben wir denn noch? Cruiser-Effekte. Die könnt ihr, wie jetzt, ich nehme ja jetzt mit Camtasia auf. Meine Maus hier, die ist, sehe ich jetzt ganz normal. Und wenn das Video fertig ist, dann mache ich einfach hier diesen gelben Effekt drauf, dass man die Maus auch besser sieht. Und den kann man dann auch anpassen. Den kann man auch hier, hat man noch mehr, so Wassertropfen oder... roten Kreis oder Fadenkreuz, finde ich ein bisschen, also die sind jetzt nicht so mein Fall, mit dem Wassereffekt ist schon ja nicht mal so schlecht, aber ich bevorzuge dann einfach das schlichte, einfache mit dem Gelb. Weiß ich nicht, es ist halt, mag ich halt lieber. Aber vielleicht mache ich auch einen zusätzlichen Wassereffekt drin. Mal gucken. Dann haben wir hier gesprochene Kommentare, da können wir, wenn wir jetzt ein Video drin haben, was wir schon aufgenommen haben ohne Ton oder der Ton ist scheiße und wir wollen jetzt nachkommentieren, können wir dann hier einfach das Video anmachen. Also rinmachen und dann Aufnahme starten und dann startet das Video und dann können wir das Video live sehen, das kommentieren, was wir haben und hier oben kann man dann die Kamera auswählen. Ich habe, warum jetzt hier eine andere drin ist, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich immer Rode drin, das ist meine Standardkamera und dann können wir das halt, was wir hier sehen, kommentieren. So, Audioeffekte. Die sind auch ja nicht mal so schlecht. Hier kann man Rauschunterdrückung machen, wenn man viel Rauschen oder irgendwelche Geräusche im Hintergrund hat. Geht relativ gut. Bei manchen Geräuschen hat es manchmal so ein bisschen Probleme. Ich bin mal bei 2018 gespannt, ob sie das da vielleicht ein bisschen verbessert haben. Hier kann man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Video macht, wo denn der Sound langsam steigern soll oder hinten langsam runtergehen soll, wie jetzt bei meinem Intro zum Beispiel und bei meinem Outro, da habe ich dann das einfach raufgemacht, dass es am Anfang langsam hochgeht und dann am Ende halt langsam runter. Das soll ja nicht gleich mit
und dann gleich von Ton in mein Video gehen, sondern soll erstmal steigen, dann kommt so die Musik und bevor das Video anfängt, soll es wieder langsam runtergehen. Das kann man dann auch sich anpassen. Man hat dann halt so eine Linie und dann kann man halt, wir haben jetzt, was wir hier rin klatschen können. Ich habe ja gar kein Video jetzt hier großartig drauf, oder? Desktop, Cam. Ne, ich habe hier keine. Doch, das habe ich. Ich habe meinen Abspann. So. Ihr seht das, ich habe jetzt auch einfach nicht hier oben, weil ich bin hier gerade gar nicht bei Medien drauf. Ich habe es mir einfach unten in die Timeline geklatscht. Und so, da seht ihr das Video. Ich mache mal schön groß. So. Na, nicht ganz so groß. So. Und da seht ihr, dass es hier hinten runter geht. Und das können wir dann zum Beispiel hier am Anfang, können wir sagen, zack. Und dann packen wir das am Ende nochmal rein. Und dann haben wir hier auch unsere Linie und die können wir dann halt verschieben. Ja, und dann geht das von da an langsam runter. Wir können auch sagen, hier, ab hier soll es noch ein bisschen runter gehen. Dann hier oben ist es normal. Und dann geht es hier noch weiter steil runter. So. Wir machen das mal wieder ans Ende. Und genauso ist es beim Anfang auch. Wir können dann halt, wenn man, seht ihr das, das ist von Anfang an nicht so. Dann kann man das hier schön, dass es sich schön steigert. So kann man sich das dahin machen, wie man das haben will, wie weit das steigern soll. Und man kann auch gleichzeitig den Ton anpassen, wie laut er sein soll. Das kann man dann auch hier oben dann machen. Ich gehe mal hier hin und dann Eigenschaften hier unten anklicken und dann haben wir hier Ton. Und selbst da können wir dann auch nochmal sagen, zack, 250%. Ihr seht, das hat jetzt nichts mit der Linie zu tun. Das ist der reine Ton. Mit der Linie an sich, wenn wir das jetzt hier wieder auf, machen wir mal auf 30, seht ihr das hier unten, wenn wir die Linie jetzt hoch machen, kommt das automatisch mit hoch. So. Hier kann man dann auch eine Geschwindigkeitsclip drin machen und hier halt die Rauschunterdrückung. So, visuelle Effekte haben wir hier noch. Können wir ja mal hier so einen visuellen Effekt drin klatschen. So, wartet. Zack. Und den kann man dann hier unten anklicken. Und dann kann man sich hier eine URL, steht jetzt hier drin. Und dann kann man hier den Effekt, wo ist er? Alle Positionen. Müsste der Effekt ja irgendwo hier sein. Mit den meisten Effekten habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Also vor allen Dingen nicht das hier. Ein Porthost. Okay. Die können wir auch einfach löschen. Einfach unten raufklicken und löschen. Ich benutze eigentlich immer nur das Nötigste. Weil Camtasia hat echt massenhaft drin. Und das meiste brauche ich jetzt für meine Videos jetzt direkt nicht wirklich. Wobei mein Laptop ja auch nicht so die Power hatte, dass ich alles nutzen kann. Konnte. Mit dem PC kann ich jetzt nach und nach mich da rantesten und noch einige Sachen testen und nutzen, was ich vorher nie nutzen konnte, weil einfach der Laptop nicht die Power hatte. Und da muss ich mich dann jetzt erstmal selber langsam reinfuchsen. So, können wir hier so ein Quiz. Können wir auch hier verschieben. Und dann kommt ab hier. Ja, da sehen wir, der Quiz. Das können wir dann auch noch bearbeiten. Löschen können wir. So. Untertitel können wir einfügen. Und wir können jetzt, ich nehme jetzt einfach mal dieses Symbol, um euch da noch was zu zeigen. So. Und das packe ich mal einfach in die Mitte rein. So, und dann gehen wir mal auf Verhalten. Und ich nehme mal jetzt einfach nur das oberste. Ich brauche, wie gesagt, ich brauche nicht nach unten gehen. Ich kann einfach ganz normal hier oben rauf gehen. Und dann sieht das so aus. Zack, und da fliegt es weg. Wenn euch der Effekt dann halt nicht gefällt, ihr könnt den auch jederzeit wieder löschen. Könnt dann halt auch so einen hüpfenden, den packe ich jetzt einfach mal unten rauf. Zack. Und dann sieht das so aus. Wartet mal, ich muss mal Audio ein bisschen. Machen wir mal auf 8. Seht ihr das? Dann hüpftet so. Aber selbst dieses Hüpfen, wenn euch das nicht hüpferig genug ist,
So. Ihr müsst dann hier unten öffnen, da habt ihr dann, klickt ihr dann einfach drauf und dann habt ihr hier, und dann machen wir einfach mal auf 95 und dann sieht das Ganze so aus. Da hüpft es dann extremer. Das könnt ihr euch dann hier vom Stil her anpassen, wie ihr lustig seid. Gehen wir mal wieder zurück. So, Animation, und wir können auch eine Animation drauf verwenden. Ich setze die mal ganz nach vorne. So, und dann passiert halt dieser Quiz schon wieder. Löschen. So. Da passiert jetzt nicht viel bei der Animation. Die müssen wir uns jetzt natürlich noch anpassen. Wieso will der immer das Quiz heute jetzt? Habe ich das Quiz noch aktiviert? Und jetzt ziehen wir das mal kürzer. So. Und dann können wir hier sagen, wir wollen das jetzt von so nach so. Deckkraft nehmen wir runter. Und danach machen wir noch eine andere Animation. Da geht es dann nur so. Und die Deckkraft lassen wir oben. Und das sieht dann Ganze, das Ganze sieht dann so aus, dass es dann hochgeht. Wartet, ich muss noch mal, ich mache es mal langsam für euch. Es geht hoch, wird durchsichtig, so wie ich es gesagt habe, dass es durchsichtig werden soll. Bis dahin. Und dann, jetzt setzt schon die nächste Animation ein, die das wieder kleiner macht bis zu der Größe, wo ich gesagt habe, aber nicht durchsichtig. So, zack, und schon ist er wieder normal. Wir können dann natürlich auch noch ein bisschen rumspinnen. Wir können dann auch sagen, hier haben wir auch immer so kleine Vorschaufenster, wenn wir sehen wollen, was da passiert. Wir können dann halt noch eine Animation raufklatschen. Und diese Animation sagen wir dann, ja, machen wir mal so, damit man auch einen Unterschied sieht. Mache ich jetzt genauso hoch, wie der Abstand ist. Deckkraft lasse ich weiter oben. Wir können es ja mal auf 80% machen. Und danach klatschen wir dann noch eine andere Animation mal rauf, und zwar eine heranzoomende Animation. Und da machen wir dann natürlich die Deckkraft wieder voll 100. Und wir machen uns das halt wieder kleiner. So. Und das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt kommt halt das, was wir neu eingefügt haben. Es geht zurück. Zack. Und die nächste Animation. Von, seht ihr das, dass es von durchsichtig in nicht mehr durchsichtig geht? Ja, da kann man halt mit den Animationen dann auch ein bisschen rumspielen. Und wenn euch eine Animation nicht gefällt, ihr könnt die einfach so löschen mit Entfernen, oder ihr könnt mit dem Mauszeiger raufheben und sagen einfach löschen. Wir können halt auch die ganze Ding wieder löschen, entfernen. Halt, wieso ist denn das jetzt hier wieder drin? Löschen. So. Also finde ich jetzt vom Umfang hier wirklich aufgeräumter, klarer, deutlicher. Und dann können wir auch hier, vor allen Dingen die Optik gefällt mir. Man sieht halt alles schneller als bei der alten Version. Wir können jetzt hier, und dann gehen wir unten auf Projekteinstellung, und da steht jetzt 1080p. Wenn ich jetzt natürlich ein Bild drin mache, was nur 720p hat, aber das Video, also zum Beispiel ein Intro, was 720p hat, das Video aber 1080p ist, und wir wollen aber, dass das Intro nicht so klein ist und dann das Video normal, dann kann man sich das auch anpassen. Man kann das halt hier hin und her schieben, was ich jetzt nicht kann, weil ich das hier öffnet habe, und hier kann man dann sagen, wie die ganze Projektleinwand aussehen soll. Also die Größen kann man dann hier einstellen. Den Hintergrund können wir machen. So. Achso, ich wollte ja nochmal was gucken. Hier können wir auch, hier können wir schon 60 FPS sagen. Wie geil. Wie geil ist das denn? Und wenn wir jetzt hier ein Projekt haben, gehen wir hier oben, also wir haben unser Projekt jetzt bearbeitet, so wie wir wollen. Dann gehen wir hier oben auf Wiedergabe. Und das haben sie ja schon von Camtasia Stufe 8 zu 9, Camtasia Version 8 zu Camtasia Version 9 geändert. Das war vorher hier oben. Jetzt ist es hier. Kann man auch gleich zu Cloud machen, Benutzer definiert, oder lokal. Wir können jetzt Benutzer definiert machen.
Profile hinzufügen und bearbeiten. So, und da haben wir jetzt hier unsere Profile. Das sind die Standardprofile, die hier schon mit bei sind. So, wir können ja aber auch einfach so. Und dann haben wir hier praktisch die nochmal die Sachen, wo wir dann hochladen wollen oder halt, ich weiß nicht, wer 480p braucht, aber es ist halt da. 720p, 1080p, nochmal das und halt hier ein MP4. Das sind verschiedene Formate. Hier macht er bei dem was, glaube ich, wo er dann noch Bilder mit exportiert und Player-Icons und so was alles. So, und dann können wir hier ein Profil hinzufügen oder bearbeiten. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das oberste 1080 Profil. Hier seht ihr die Framerate auf 30 FPS. Das wollen wir jetzt. Können wir nicht bearbeiten. Neu. Wir nennen das jetzt einfach mal Odin 1080p 60 FPS. Muss ich dazu schreiben, weil ich habe auch noch vom Camtasia-Stufe, von Camtasia-Version 9 habe ich noch benutzerdefinierte Profile, die habe ich jetzt hier noch nicht eingefügt. Wie gesagt, ich habe den Rechner erst neu gemacht und die heißen Odin 1080p, Odin 720p und deswegen muss ich jetzt 60 FPS noch dazu schreiben. Und wir nehmen jetzt einfach hier MP4, nehme ich eigentlich in der Regel immer. So, Größe, können wir denn hier jetzt die Größe ändern, 1920 war das, zu 1080, wartet nicht, war Breite 1080, 1080, gucken wir nochmal, Höhe, Breite, ne, Höhe war nicht, Breite war 1920. Und Höhe war 1080. So. Genau. So, dann können wir jetzt hier die Framerate auf 60 FPS hochsetzen. Qualität, Bitrate. Ja, lassen wir auf Qualität. 128, nee, was habe ich da mal genommen? 192. So, größer. Einbettung größer. Wir machen mal die Videogröße auch noch. 1920 zu 1080. So. Framerate lassen wir so. Wir machen Qualität. Können wir jetzt hier auf über 75. Die ist oft ein erheblichen größer Daten. Ja, dann lassen wir das mal auf 65 und später machen wir das wieder höher. Und dann können wir hier auch noch Grundlinie, Audio, das können wir alles eigentlich lassen. So. HDTV und weiter. Wasserzeichen könnten wir jetzt noch einblenden. Wollen wir natürlich nicht. Habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Man kann auch das Wasserzeichen auswählen. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt ein Wasserzeichen nehmen, was hier vorgegeben ist. Können wir hier Videoinfo noch dazu schreiben. iTunes können wir auch noch anpassen. Und Wasserzeichen Option können wir jetzt ja einfach mal. Achso, das habe ich ja nicht mehr bei OneDrive drin. Das habe ich. Moment, ich muss erstmal das richtige. Ne, Daten. YouTube, Logo, Banner, nee, PNG. Und dann nehmen wir uns einfach mal mein Auge und zwar der transparente. Das seht ihr jetzt da unten. Dann können wir halt hier die Transparenz anpassen. Wir können sagen, das soll jetzt überhaupt nicht transparent sein. Und das brauchen wir dann auch immer nur anklicken, dann ist das in jedem Video da. Wir können das aber auch transparent machen. Von gar nicht sichtbar bis so halb sichtbar. Wir können das ja mal, was machen wir? Wir machen mal auf 50%. So, 50%. Dann können wir das auch noch in der Größe ändern, wie ihr seht.
Aber ist Schwachsinn, wenn man sich das da wirklich so groß klatscht, weil dann sieht man vom Video ja nichts mehr. Wir lassen das mal jetzt auf 20%. So, dann können wir das auch noch verschieben, bis in die Mitte rein halt, oder halt hier auch eine Höhe. Wir können es, lassen das jetzt einfach so. Wir können aber auch hier anklicken und sagen Mitte. Ja, aber wir wollen das jetzt hier unten haben. Also Mitte könnt ihr jetzt nicht ändern, wo das sein soll. Mitte ist Mitte. Hier können wir halt nur das eine ändern und hier halt auch. Aber an den Rändern, wie ihr seht, hier können wir dann auch nur das machen. Und hier logischerweise auch. Aber wir lassen es mal da und machen es wirklich am Rand. Okay. Und dann sagen wir einfach fertigstellen. So, jetzt ist unser Profil fertig, auch immer mit einem Wasserzeichen. Wenn wir das benutzen, heißt das, wir haben immer ein Wasserzeichen drin. So, dann können wir hier auch wieder schließen gehen. Und dann haben wir hier automatisch jetzt ein neues Profil drin. Da Odin, 60 FPS. Das können wir auch noch, wartet mal, Profil, können das hier auch noch bearbeiten. Wir können nämlich ein Symbol wählen für das Profil und da können wir natürlich unser Auge nehmen, also mein Auge, zack, bumm, weiter, weiter, fertig, schließen. Und wenn wir jetzt hier auf gehen, haben wir hier Odin 1080p 60 FPS, das werde ich wahrscheinlich auch lassen, das kann man dann auch weg mit dann ein Stück weiter hochklatschen. Und wenn wir das jetzt auswählen, können wir sagen, rendern, halt, wartet, ich mache mal schnell noch die Audiospur weg. Entfernen. Wo ist denn der? Löschen. Löschen. Und dann klatschen wir das mal wieder auf. Nee, da kommt jetzt nichts, dann müssen wir das nochmal rausnehmen. Ich bin immer noch auf Quiz, ey. Muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Habe ich Quiz, Quiz, Quiz. So. Ja, das ist halt, wenn es live ist, zack. Und normalerweise kann ich dann hier raufklicken und sagen, da entfernen. So, und jetzt haben wir das halt wieder so, wie wir es haben, wie es am Anfang auch war, mit hinten runter und so. So, und dann sagen wir jetzt einfach lokal, Odin. Wenn euch hier ein paar Profile zu viel sind, die könnt ihr auch löschen. Also jetzt hier direkt drin nicht. Also habe ich mit noch nie ausprobiert, wie man es hier löscht, aber ich zeige euch das gleich noch, wie ihr das einfacher löschen könnt. So, und dann sagen wir einfach, und wir nennen das einfach mal Test 1. Ich mache das immer raus. Ich will halt nicht, dass es danach gleich angeht und ich will auch keinen Unterordner erstellen. So. Und der rendert das jetzt. Was? App zulassen. So. Dann können wir halt das alte Camtasia auch runter machen. Und wie gesagt, wenn ihr das, ist auch gleich schon fertig, wenn ihr das Profil jetzt ändern wollt, leider ist ein Fehler aufgetreten. Welcher Fehler soll das sein? Gucken wir gleich mal nach. So, wir gehen dann auf Dokumente, Camtasia Studio und hier ist Benutzerprofil und hier können wir jetzt zum Beispiel die hier rauslöschen. Löschen. Die brauche ich nicht. So. Das ist halt das alte und das neue Camtasia ist hier. Ach, siehst du, Test ist doch da. Da. Und hier haben wir den Benutzerprofile. Hier ist ein Odin. Und dann können wir uns natürlich sagen, wir wollen das und das draußen haben. Löschen. Löschen. So. Und schon ist es weg. Und wenn wir jetzt wieder auf das neue Camtasia gehen und sagen Wiedergabe lokal und wir wollen ein Profil auswählen, ist er natürlich noch da, weil der hat noch nicht aktualisiert. So, dann müssen wir das erstmal schließen. Nein. Öffnen ist neu.
jetzt hat er das schon wieder drin geklatscht. Löschen. So. Neues Projekt. Achso, wir müssen ja aber drin klatschen. Nehmen wir einfach mal ein Icon. So. Und dann können wir auch sagen, wir möchten das produzieren. Steht immer noch da. In der alten Version war das einfacher. Also kann sein, dass das hier jetzt noch nicht so geht, dass da vielleicht erstmal ein Update kommen muss. Aber normalerweise kann man die Profile hier einfach, seht ihr, ist schon wieder da. Normalerweise kann man die hier einfach so rauslöschen. Und dann sind die auch wirklich weg. Löschen. So. Gesprochene Kommentare. Das war früher auch kein einzelner Ordner, der von Anfang an erstellt wurde. So, und hier können wir uns jetzt nämlich angucken. Eigenschaften. Das ist halt dieses Testvideo, was ich gerade erstellt habe. Und wenn wir hier auf Details gehen, dann sehen wir, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, weil wir haben eine andere Höhe drin. Aber wir haben eine Einzelbildrate von 60 FPS. So, dann werden wir das mal nachgucken. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe definitiv einen Fehler gemacht. Ihr seht, dass es hier in der Mitte zusammengestaucht ist. Irgendwo habe ich bestimmt einen Schusslichkeitsfehler gemacht. Aber das ist auch kein Problem. Ihr könnt ja auch die normalen 1080p oder 720p Profile könnt ihr auch anpassen. So, dann lassen wir das nochmal starten. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Ne, er stellt schon wieder die neuen dazu. Also die alten, die wir gelöscht haben. Ihr könnt nämlich auch ganz normal Benutzer definiert, Profil hinzufügen, bearbeiten. So. Ihr könnt jetzt natürlich jetzt einfach sagen, dieses wollen wir jetzt nehmen, weil es geht nicht zu bearbeiten. Müssen wir jetzt sagen, neu. Test 1, nehmen wir das jetzt einfach mal weiter. Gehäuse. Abbrechen, schließen. Ach, Icon drin. Also das war bei der alten Version ein Stück einfacher. Aber das kann sein, weil das ist jetzt neu, das ist halt Camtasia 2018, da ist noch kein Patch gekommen für, das ist brandneu. So, hinzufügen, bearbeiten. Hinzufügen, bearbeiten. Ich gucke mir jetzt mal mein Profil an. Warum das nicht bearbeiten? Warum das einen Fehler hat? Ja, hier habe ich es vergessen, wieder rauszunehmen. 1920 zu 1000. Ach Quatsch. 1080. Ja, da war ein Schusslichkeitsfehler am Werk. Können wir jetzt auch gleich wieder speichern. Schließen. So, und dann können wir nochmal das Video machen. Und dann nehmen wir uns einfach wieder. Wo habe ich denn das jetzt drin? Ach Quatsch, wo habe ich denn das jetzt drin? Wo habe ich denn das jetzt drin? Wo habe ich denn das jetzt drin? Ach, jetzt. Also, achso, ja. Daten. YouTube. Intros. Endcut. Abspann 3. Nicht wundern, die sind halt noch nicht richtig benannt gewesen. So. Geht. 17 Sekunden, das ist das Richtige. Und da können wir jetzt sagen,
Wir möchten das speichern mit unserem Profil und sagen jetzt einfach Test 2. Hier, das muss man immer wieder rausnehmen. Das war bei Camtasia 8 war das besser. Da konnte man das einmal mehrere Videos mit E-Mail rendern und hat gesagt, hier keinen Unterordner erstellen. Und dann hat er sich das auch gemerkt. Seit Camtasia 9 geht das nicht. Man muss jedes Mal muss man das halt sagen, ich möchte keinen Unterordner. Und eine Datenwunder. Ja. So. Dann gehen wir auf Dokumente, Camtasia Studio und das neue heißt einfach nur Camtasia. Okay. So, und dann haben wir jetzt hier Test 2. Und da können wir nochmal raufgucken, Eigenschaften, Details. Nee, ist das MP4? Ne, ist das nicht. Moment, da. Ne, das ist das Bild. Deswegen benutze ich das eigentlich meistens so. Da hat man dann, manchmal macht er dann aus der Mitte raus, dann kann man dann halt den Screenshot auch gleich als Thumbnail benutzen. Test 2, da haben wir die MP4-Datei, Eigenschaften, Details, 60 FPS in 1080p. Ihr seht das. Und wir gucken uns das auch gleich mal an. So. Und hier unten seht ihr praktisch, da ist das Wasserzeichen. Da wo immer denn jetzt X. So, und wenn ihr das Wasserzeichen natürlich nicht wollt, ihr könnt es jederzeit bearbeiten. So, dann können wir dann halt hier weiter sagen bearbeiten. Name ist okay. Das ist alles auch okay von den Einstellungen. Aber wir wollen kein Wasserzeichen. Fertig. Und dann müsste das eigentlich auch gespeichert schon sein. Bearbeiten. Ja, und der Haken ist draußen. Das Bild ist natürlich noch da, falls wir das halt später irgendwann mal verwenden wollen, aber es ist nicht im Video denn drin. Solange der Haken nicht da ist, wird dieses Bild auch nicht abgegriffen. Fertigstellen. Und somit haben wir das 1080p-Profil gemacht mit 60 FPS. Ich freue mich unheimlich. Meine Kamera macht zwar nur 50 FPS, ich muss mich da noch rinfuchsen, ob man denn das auch noch begrenzen kann, dass man sagen kann 30, 50 oder 60. Da muss ich mich erstmal ein bisschen noch rinfuchsen. Wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal der erste Eindruck. Und so von der Übersicht bin ich jetzt auf jeden Fall zufriedener als vorher. Hier haben wir auch 30. Können wir hier auch in 60 umstellen, übernehmen. So, und dann haben wir dann nämlich hier das Zwischending auch schon mal als 60 FPS. Von der Übersicht, wie gesagt, finde ich es wesentlich besser als Camtasia 9. Ich finde von der Schrift hier unten das sehr schön, dass das alles endlich ein bisschen was heller ist. Das sieht man dann schneller. Hier oben die Icons sind ein bisschen klarer, heller geworden. Die Schrift ist ein bisschen besser zu sehen, viel besser zu sehen. Und Bibliothek ist jetzt hier einzeln. Medien ist jetzt wirklich nur Medien und Bibliothek ist ins drunter. Finde ich vom Optischen einfach viel besser und von der Übersicht halt viel schöner. Mit dem Quiz ist halt immer so eine Sache, dass der dann halt hier immer noch so ein Quiz drin klatschen will. Da muss ich erstmal gucken, wie man das hier deaktiviert, dass der nicht immer aus Versehen, wenn ich hier irgendwo gerade bin, mir irgendwo ein Quiz drin packen will. Aber wie gesagt, so bin ich mit Camtasia 18 sehr zufrieden. Ich muss mich da, wie gesagt, auch erstmal rinfummeln, gucken, ob da noch irgendwo was anderes ist, was ich so jetzt von Camtasia 9 nicht kenne. So, den Überblick habt ihr jetzt erstmal gekriegt, so einen groben Überblick. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.